Dramatische Rettungsaktion aus gefrorenem See. Die Feuerwehr in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut wurde am Montagnachmittag zu einem Einsatz im Cummings Park gerufen. Ein Truck sei in ein Gewässer eingebrochen. Auf der Ladefläche ruft eine Frau um Hilfe. Der Fahrer soll sich noch in der Kabine des langsam untergehenden Fahrzeugs befinden. Mit einer Drehleiter konnte zunächst die Frau in Sicherheit gebracht werden. Anschließend gingen drei Feuerwehrleute in Thermoanzügen ins Wasser, befreiten den Fahrer aus dem mittlerweile vollständig untergetauchten Fahrzeug, indem sie die Heckscheibe einschlugen und ihn so herausziehen konnten. Ein Taucher hilft, den Fahrer aus dem mittlerweile vollständig untergetauchten Fahrzeug zu befreien. Der Mann wird in ein Krankenhaus gebracht, die Frau verweigerte eine medizinische Behandlung. Amerikanischen Medien zufolge soll der Fahrer auf einem Parkplatz im frischen Schnee Kreise mit dem Auto gedreht haben. Dabei übersah er wohl die Uferkante und landete im eisigen Wasser. Das Fahrzeug mit der eingeschlagenen Heckscheibe wurde auch aus dem Wasser gezogen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.